Hallo, lieber Cyberpunk-Freund, in diesem Video möchte ich dir gerne zwei Easter Eggs zum Film Blade Runner aus dem Jahr 1982 zeigen. Ja, und zwar müssen wir einmal hier von diesem Schnellreisepunkt hier an dieses Hotel gehen und müssen dann einmal hier rein. Ich zeig dir jetzt gerade nochmal auf der Map, wo sich das genau befindet. Und zwar sind wir nämlich einmal im Stadtteil Haywood, da in dem Gebiet Vista del Rey, und müssen einmal hier hin und sind jetzt gerade eben von dem Metropunkt Congress and MLK einmal jetzt bis hier hingelaufen. Wie gesagt, das ist ja direkt um die Ecke. Und hier gehst du dann gleich rein. Und jetzt siehst du hier schon die erste Referenz auf jeden Fall, damals zu dem Film Blade Runner. Und zwar ist es hier eine Origami-Figur. Und aus dem Film kennst du möglicherweise diese Origami-Figur, das Einhorn, das ich dir jetzt hier oben nochmal einblende. Und wir müssen jetzt als nächstes hier einmal im Fahrstuhl oben auf die Terrasse fahren und kommen dann quasi auch schon gleich an den nächsten Punkt, wo wir das Easter Egg dann auch sehen. Und zwar werden wir jetzt gleich hier oben Roy Batty treffen. Roy Batty ist ja der Replikant, damals aus dem Film, der gespielt wurde von Rutger Hauer. Rutger Hauer ist leider 2019 bereits verstorben. Er hat allerdings damals den Film Blade Runner 1982 durch eine ganz besondere Szene so seinen eigenen Stempel aufgedrückt, ja, und hat den Film wirklich zu dem gemacht und auch Sympathien im Prinzip für den Replikanten dann erweckt. Durch eine ganz besondere Szene, die ich dir hier auch gleich nochmal einblenden werde. Wir gehen allerdings jetzt erstmal hier zu ihm selber hin. Und wie gesagt, sehen jetzt hier einmal, da vorne sitzt Roy Batty. Und das ist auf jeden Fall ganz klar hier einmal die Anlehnung an den Film Blade Runner. Wir können jetzt auch hier uns nochmal das ein bisschen genauer anschauen. Weil wir sehen, das ist auf jeden Fall die Szene. Ich blende hier oben auch nochmal ein Bild ein. Und als nächstes auch noch einmal den Ausschnitt aus dem Video, den, wie gesagt, Rutger Hauer zu einem ganz speziellen Moment gemacht hat, damals im Film. All those moments will be lost in time. Like tears. Wir können Roy Batty hier auch nochmal scannen, allerdings wird uns jetzt hier nichts angezeigt, aber es ist ganz klar ein Easter Egg zum Film Blade Runner. Hier hinten steht auch nochmal Like Tears und das ist ja bezogen auf den Satz, den im Prinzip Rutger Hauer dann auch so berühmt gemacht hat, und zwar Like Tears in Rain, den wir ja gerade in dem Ausschnitt auch gesehen haben. Und wie gesagt, das war absolut das Highlight im ganzen Film auch mit, also meiner Meinung nach. Und wie gesagt, also wir können jetzt hier ja, halt sonst nichts weiter machen. Allerdings, was ich dir auch noch sagen kann, Rutger Hauer hat ja in dem Game Observer den Protagonisten gespielt und das kann ich dir auch nur empfehlen. Ist zwar ein relativ kurzes Game, aber auch für alle Trophy Hunter an der Stelle innerhalb von 6 Stunden, zumindest bei der PS4-Version, kannst du da ganz locker auch eine Platin-Trophäe noch holen. Ich verlinke dir das Ganze hier oben nochmal und setze dir das auch unten in die Videobeschreibung. Da kannst du auf jeden Fall nochmal schauen und kannst dann vielleicht, wenn du Bock hast, auch das Game platinieren. Das zweite kleine Easter Egg, was ich dir zeigen möchte, das ist hier oben im Gebiet North Oak, und zwar am Friedhof bzw. am Kolumbarium. Hier ist auch direkt ein Schnellreisepunkt, da kommst du relativ easy hin. Und dann gehst du jetzt hier an der Stelle nur bis zum Ende von dem Gang hier, beziehungsweise hier hinten komplett bis an die Mauer und hältst dich hier so ein bisschen links. Und zwar siehst du nämlich jetzt hier gleich als Inschrift auch das Symbol hier nochmal mit der Taube, beziehungsweise als Hologramm. Und hier liegt dann Roy Batty und hier siehst du auch nochmal den Spruch, mit dem Rutger Hauer wirklich diesen Film auch geprägt hat. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du mehr von solchen Videos sehen möchtest, dann abonniere auch den Kanal, würdest mich megamäßig damit supporten und würde mich auch riesig freuen. Ansonsten hau rein und mach's gut.